Hört ihr das? Wo ist er? Der muss ja ganz in der Nähe sein. Hier! Ist zwar gerade noch mitten in der Nacht, aber das habe ich gedacht, da hole ich euch mal dazu. Gucken wir mal. Vielleicht können wir sehen, wo der runtergeht. Ich bin gerade dabei, oben zu ernten. Und zu wässern. Ja. Er fliegt doch weit weg. Also wenn der jetzt nicht gerade hoch in die Berge fliegt, was er aber meistens macht, wenn er hier so den Bogen fliegt, ja, ja, ich sehe das schon, dann geht er wahrscheinlich hier in den Flecken irgendwo runter. Obwohl hier im Fleck könnte man vielleicht noch hin. So, der wird jetzt verschwinden. Das ist da der Teich. Sind noch immer nicht alles aufgedeckt, ne? Es ist verrückt. Da kommt er wieder. Oh, jetzt ist er wirklich weit weg. Weil wenn der nämlich hier irgendwo runterkommt, dann kann ich mir das ja ungefähr ausmalen, wenn ich den jetzt so wie jetzt beobachte, ne? Machen wir das. Na, guck mal, fliegt gar nicht in den Fleck. Jetzt kommt wieder das Bergische hier. Wahrscheinlich wird er hier in den Bergen zerschellen. Ey, guck mal, der kommt höher. Der kommt höher. Bumm! Aha. Alter Falter. Also von da aus könnte man da vielleicht hin, aber das ist schon nix für den Winter. Ja gut, ich gehe nochmal ein bisschen oben weitermachen. Die Nacht ist noch im Gange. Und dann hole ich euch dazu, wenn es denn dann hier wieder weitergeht. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence hier im brutalen Hardcore-Modus. Jetzt wird's hell, die Nacht war natürlich deshalb wieder kurz, weil ich ja euch da schon zum Beobachten des Flugzeugs mitgenommen habe. Das war so mitten in der Nacht und ja, ich bin da oben noch nicht ganz fertig. Die Zwiebeln, die waren ja noch gar nicht ganz durchgereift. Aber ansonsten habe ich mal soweit alles geerntet. Das passt auch rein, weil ich ja gesagt habe, ich mache 3 Stacks im Kühlschrank. Das ist soweit auch in Ordnung. Hier müssen wir noch ein bisschen nachwässern. So. Wie ist das hier? Das ist alles voll. 99, ja gut. Das ist auch gut. Hier müsste es auch soweit sein, oder? Ah, da passt noch. Da muss noch was rein. Okay. So, hier, die waren noch gar nicht ganz fertig. Da müssen wir noch ein bisschen warten bei den Zwiebeln. Da ist denen wohl das Wasser ausgegangen. Aber ansonsten, die werden wir dann auch noch machen. Hier haben wir noch ein paar Zwiebeln, sehe ich gerade, ne? Ja, komm, dann nehmen wir die doch schon mal raus. Da packe ich aber vorläufig mal noch nichts Neues rein. Weil wenn ich mal irgendwie Baumwollsamen finde, dann mich da direkt loslegen kann. Oder ich könnte Blätter machen, ne? Pass mal auf. Die erstmal hier schnell sichern. Ne, da haben wir ja noch ein bisschen Platz. Und dann könnte ich da oben die reinpacken. Und einen haben wir dann ja auch noch frei, siehste wohl. So. Ich sag ja, die Nacht reicht nicht mehr, das alles zu erledigen. Müssen wir schon wieder ein bisschen nachfüttern hier, den ganzen Krempel. So. Schwabups. So. Ja, ich weiß nicht, was meint ihr denn? Sollte man da mal losziehen wegen dem Flieger? Das ist wohl schon recht bergig. Wir müssten eigentlich dann erstmal... Warte mal, das packen wir jetzt erstmal hier rein. So, und den noch drauf. Ne, einmal Baumwolle, 3 Heilkräuter sind hier noch. Da ist nochmal Zwiebeln und nochmal Zwiebeln, ne? Ja, die brauchen noch. Wie sieht's hier aus? Ja, macht ihr das mal in Ruhe fertig. Guck mal, haben wir sogar noch ein Wässerchen über. Kann ich einen Schluck trinken? So. Haben wir hier alles erledigt, siehst du wohl. Ach ja. Ich glaube, ich war dabei, dass ich sagte, die Hose in der Kiste muss verbessert werden, ne? Sollen wir da mal eben nachgucken, bevor wir irgendwo hingehen? 3 Fläschchen wollte ich mitnehmen. Essen müssen wir gleich ein bisschen was. Hier war doch noch was, ne? Die Buchse, die müssen wir verbessern.
Die soll auch schwarz werden. Grün ist das schon. Kostet 4 gefütterter Stoff. Boah. Aber das muss... Das soll alles tippitoppi sein. Ach so, und dann die Hinweise zu den Klettergeräten. Ja, ich muss mal gucken, was die kosten, wie teuer die waren. Dann kaufe ich mir tatsächlich, ein zweites Paar. Und dann lassen wir einen unten, weil letztes Mal das vergessen, das war schon doof, ne? Aber insoweit bin ich richtig gut. Also wir brauchen 12, das ist kein Problem. Das sollte, weiß ich nicht, könnte ein Problem sein. Und 4 gefütterter Stoff. Also gucken wir, ob wir 4 gefütterten Stoff machen können. Dann nehmen wir das jetzt mal in Angriff hier, bevor wir irgendwo mal losziehen. Das sind ja so typische Winterarbeiten, ne? Also. Zack. Das war das Zeug hier und das, ne? Das sollte doch klappen. Das sind 28. Die gibt es komischerweise hier zu machen. 1, 2, 3, 4. Das geht, ne? Das geht. Ja. Was hat noch ein Seil? Haben wir da irgendwas? 16. Aber fertige Seile haben wir nicht. Haben wir hier was abgelegt? Die Flaschen und so. Was, wieso? Die Pulle. So, weil ich 2 mitgenommen habe. Ja, eigentlich Wurst. Pass auf, dann hatten wir das doch immer, dass wir mal 3-3 hatten. Naja, dann machen wir das doch so. Dann ist das wie gehört. Also. Der arbeitet auch nicht mehr. Der ist auch schon fertig. Ja, ich habe den gehört, dass der fertig war. Guck mal da. 30. Da müssen wir uns auch mal bald drum kümmern. Aber da brauchen wir vor allen Dingen auch die Hülsen, ne? Ach ja. Guck mal. Das ist ein bisschen mau. Da müssen wir gucken, dass wir da noch was kriegen. Pass auf, hier sind wir ja schon durch. Das halbieren wir. So, und dann machen wir erstmal Eisen. So, da haben wir die 4. So, dann nehmen wir jetzt erstmal, wir brauchen ein Seil. Da brauchen wir 3 Sehnen für. Die hatten wir hier, ne? Ach ja, und hier 3. Oh je. Dann machen wir das Seil. So, wie viel waren das jetzt noch hier für die Buchse? 12. Ja. Sollte kein Problem darstellen. 12. So. Und dann ist das auch erledigt. Kostet teuer, tut weh, aber das macht Sinn. So. Ja, die müssen wir auch bald reparieren. Ansonsten, Pullover geht noch. Wie ist eigentlich die Jacke? Die Jacke ist top. Hier ist alles, ja, der ist schon ein bisschen angeknackelt, aber den ziehe ich ja im Sommer ab und zu an. So, guck mal. Also wenn wir das nächste Mal sterben, haben wir auf jeden Fall hier schon mal eine Garnitur komplett mit Waffe, mit alles. Das ist gut. Da müssen jetzt als nächstes kommen nochmal Schuhe und das alles nochmal, das wir alles doppelt haben da. Natürlich keine Waffen, ja, aber zumindest keine aufgewerteten. Also da, das ist nicht ganz so, finde ich. So, Spitzhacke haben wir fast nichts mehr, ne? Habe ich nur eine mit, die schon fast hinüber ist. Wo hatten wir die drin? Haben wir die alle runtergeschleppt? Ja, ist es denn? Guck mal hier, wenn die aufgebraucht ist, war's das. Alter. Das geht so weg. Das wäre eine. Das wäre noch eine. So. Und dann Bretter. Eine. Noch eine. Noch eine. Nützt ja nichts. Was Mut hat Mut. Das ist auch nichts. Hier, die müssen wir auch haben. Ja, dann machen wir eine Standardrunde. Holz klopfen, Fasern sammeln und den ganzen Schnickeschnack. Das lassen wir aber hier. Wie viel haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4. Also einen packen wir noch weg. Die 4 werden wir, wenn wir haben, dass wir 2 machen können, würde ich sagen.
So, 1, 2, 3, 4, ja. Und Schrott sammeln wir draußen, oder? Ich glaube, eine nehmen wir mal mit hier. Dass wir das gleich machen können. So. Jetzt gucken wir erstmal da in unseren... Förderturm. Jo. Das ist J. War der eigentlich voll? Da könnte man noch ein Mädchen reintun. Oh. Ist ja nicht so, als ob wir jetzt keine... Ah, ich habe jetzt so viel Zeug dabei, ne? Ist ja nicht so, als ob wir jetzt keine Sehnen gebrauchen könnten, ne? Wenn ich den jetzt früh kriege, kann ich bis nach Hause laufen. Da haben wir ein bisschen mehr Sicherheit. Bleib stehen! Da steht er. Oh, da ist ein Wolf. Der läuft immer noch weiter. Und immer noch weiter und immer noch weiter und immer noch weiter. Das finde ich doof. Da ist ein Level 2er. Ich muss die Tasche stehen lassen. Boah, ist das weit. Ah nein. So eine Scheiße. Na super, das war's dann mit dem Elch. Es kommt dann noch einer, wa? Jo. Kann ja wohl nicht sein. Ich dachte auch eigentlich erst der wäre das. Ah. Da stapeln sich die Wolf, die Wölfe. Tja, manchmal kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ja, das ist ja schon mal gut. Mann, oh Mann, oh Mann. Die Wände haschen. Noch so eine Töle. Mach mal eben hier. Ja, das ist doof, ne? Ich weiß auch gar nicht, was das jetzt für ein Elch war, welchen Level der hatte. Eine Kugel haben wir da reingefegt. Ja, mein Gott. Da ist noch eine barge Hutte. Ich könnte ja hier jetzt so ein paar Fasern einsammeln, weil hier ist ja jetzt in der Nähe kein Wolf, da vorne ist der nächste. Warte mal, haben wir schon genug? Naja, können wir den schon mal machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal losziehen sollte, um zu gucken, ob wir da den Elch noch erwischen können. Hm. Ja, wenn die Wölfe können, die können einen ganz schön stören. Vor allen Dingen, wenn man da noch in den Hintern gebissen wird. Also geschwächt gehe ich nicht an den Elch. Also ich weiß nicht, wenn das ein 4er-Level ist, das ist dann ganz schön ungemütlich. So. So. Naja. Aber ist ja nicht so, als ob wir jetzt so mit leeren Händen nach Hause kommen würden. Ganz so schlimm ist es ja nicht. 2, die lasse ich hier. Dann gib mir nochmal 4. So, und dann machen wir noch eine. Das macht schon Sinn. So. Dann, die hatten wir doch was hingetan. Ich hatte doch einen bestimmten Platz dafür. Die haben wir alle mitgenommen, ne? War das hier? Ist egal, ich mach das jetzt mal hier rein. Die auf jeden Fall hier rein. Ach ja. So, was ist mit Munition? 5, 4, müssen wir wieder nachladen. Da können wir die letzte Kugel jetzt nehmen. Boah, das ist echt. Wir brauchen. Vielleicht gehe ich mal hin und mache. In dem Förderturm stellt das auf Zink. Das könnte Sinn machen. Wir haben zwar ein bisschen geschmolzen Zink schon. Wo hatte ich den immer hingetan? Hier war das doch, ne? Ja. Wie weit bist du? Oh, ist schon gleich fertig. Und wir haben noch massenhaft Strom. Machen wir gleich weiter.
Na, das sieht doch gut aus hier. Wupp. Ja, das ist ja langsam üppig. Das sieht schon gar nicht mehr nach Hardcore aus hier. Davon werden wir vielleicht welche verbrauchen. So, den haben wir jetzt da. Können wir hier auch nochmal nachladen. 3 Stück verballert. Dieser weiße Wolf, der ist beim ersten Mal nicht tot gegangen. Naja, die sind auch ein bisschen stärker. Kann natürlich auch sein, dass ich vielleicht gar nicht so gut getroffen habe. Ich sehe gerade was hier. Wir könnten mal so eine Lockpick-Kiste wieder gebrauchen, ne? Wo gut Munition ist. Oder wir müssten zu dem Flieger. Ah, das wird heute nix. So. Nee, die war das. Die kommt dahin. Dann brauchen wir 3. Das passt nicht. Haben wir nicht. Wie viel können wir machen? Eine, ne? Ach, die kosten 6. Die können wir gar nicht machen. Tja. Ach, und Verbände. Nochmal 2 einstecken. So. Hier mit den Pistolenschuss sind wir eigentlich ganz gut dabei. Geht da nicht noch einer rein? War das nicht immer 7? Naja, meine ich doch. Ja, was essen könnte ich auch. Ich warte noch ein bisschen, hauen wir uns was Großes rein. Wir gucken mal, ob wir noch da in das kleine Tal kommen können, ob wir da vielleicht eine Kiste finden. Ich glaube, dafür reicht die Zeit alle Male noch. Es ist ja noch gar nicht so spät. Da ist noch eine Bar geholt. Ich will aber jetzt nicht schon wieder mich mit so einer Töle anlegen hier. Mann, ey. Ja, oder? Da kommt der schon an, Mann. Ich dachte jetzt. Hopp. Und das. Jetzt kann ich erstmal schön die Barge Hutte holen gehen. Und ein Zwiebelchen. Ja, Fasern ist irgendwie mäßig im Winter, ne? Aber wir müssen trotzdem so ein paar sammeln. Aber da muss ich gucken im Sommer, dass wir da mal intensiver beigehen. So. Wo bist du hingelatscht? Da. Ali. Willst du noch einen auf die Schnauze haben? Pass auf, kriegst du noch einen. Da habe ich gar keine Sorgen mit. Ja, treffen wäre gut. Alle, hopp. Das können wir jetzt so lange weitermachen, bis du tot bist. Nicht so weit laufen. Komm hier, das reicht. So. Gucken wir mal. Das sind gar keine Fasern. Kann man auch so schlecht sehen, ne? Und das hat uns jetzt auch keine von der wertvollen Munition gekostet. Was auch schon mal gut ist. Kleines Täschchen. Guck mal, Baumwollsamen wollen wir haben. Und alles, was für Munition gut ist. Aber Winter Edition eine Feder. Ja, nee, klar. Hm. Du mich auch, ehrlich, kreuzweise. Ist ja wohl nicht wahr. Das ist so frech. Ich weiß ja nicht, wer die Taschen da immer auslegt, ne? Aber da könnt ihr im Winter ruhig mal ein bisschen mehr drin lassen, als so eine ömmelige Feder. So, da haben wir endlich mal wenigstens Schrott. Ich sehe aber keine Pocklick-Kiste. Die hatte ich ja eigentlich so ein bisschen erhofft hier. Ja, aber schon wieder so eine Töle. Also wir müssen jetzt nicht extra losgehen und da auf den Hügel Erz klopfen. Gut, ja. Ich sag mal so, Zink hätte ich schon gerne. Ob hier noch irgendwo der Elch rumlatscht, den hatte ich jetzt gar nicht mehr so. Guck mal, hier ist Silizium. Das können wir ja holen, ne? Wenn jetzt nicht plötzlich ein Wolf dazwischen tobt. So. Und da.
Ach ja. Das beliebte Holzklöpfeln. Ah, der ist wahrscheinlich auch schon wieder despawned, der Elch. Komm nicht hierher. Lass mich in Ruhe. Ich habe genug Wolfsfleisch jetzt geholt. Ich brauche keins mehr. Ja, so ist brav. Siehst du, er hat mich gehört. Manchmal sind die ja recht artig, ne? Dass die auch tun, was man ihnen sagt, ne? Ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ich dachte jetzt hier... Oh, guck mal. Fasern. Ja, denkst du. There is no Faser anymore. Das sind aber Fasern jetzt hier. Guck mal. Naja. So, was haben wir da? Eisen oder Kalium? Das ist Eisen. So. Machen wir mal ein bisschen Holz hauen hier. Brauchen wir ja doch. Das ist drunter und drüber hier. Das gehört doch dahin. Die gehören dahin. So, das da oben hin. Ja, so wird da schon was draus. Eigentlich müsste das ja so sein, dass Fleisch, das man in der Tasche hat, im Winter nicht so schnell weggammelt wie im Sommer. Und das geht ja alles recht zügig hier. Also normalerweise hält sich ja Fleisch doch ein bisschen länger. Aber, ne, wenn man hier Sommer hat und das ist jetzt richtig warm, 30 Grad oder mehr, dann würde Fleisch, was man nicht kühlen kann, was man so in der Tasche hat, im Rucksack oder so, natürlich auch relativ schnell vergammeln. So wie die Einstellungen hier sind, das hält ja auch nur einen Tag, ist das eher so die Sommer-Edition. Ich würde das ja ganz gerne so haben und so würde ich das wahrscheinlich auch versuchen zu programmieren als Entwickler, dass im Winter das Fleisch dann auch mal 3 Tage, 4 Tage in der Tasche hält, ne? Und da sollten auch diese Gammelbalken drunter, dass man das sehen kann. In der Realität hat man auch eine Vorstellung, ne? Fleisch, das verfärbt sich ja auch mit der Zeit so ein bisschen. Wenn das Gammeln anfängt, jetzt bin ich schon wieder drauf reingefallen. Obwohl, das ist ein Mischstrauch hier. Da sind echte und unechte bei. Oh ne, jetzt schneit. Jetzt gibt's wieder ein Wetter, ne? Minus 4 Grad haben wir schon. Komm, mal gucken, ob wir wenigstens noch den Madenbaum noch einstecken können. Komplett in die Böchsentasche. Hier. Oh, davon liegt noch Schrott. Das wollen wir auch noch holen. So. Da ist ein Wolf, aber den Schrott kriegen wir noch. Und tschüss. Der hat uns nicht bemerkt. Wir waren schon einigermaßen da dran. Guck mal hier, die Blättchen noch einsammeln. Ja. Und da müssen wir gucken. Wir hatten ja allerhand an Strom, dass wir das sinnvoll einsetzen, jetzt den Strom. Ich glaube, das Wetter geht kaputt jetzt. So. Hier noch ein. Komm, ich sehe schon die Kommentare wieder. Warum nimmst du nicht die Kohle aus den Grotten? Da ist so viel, da brauchst du nicht so viel Holz klopfen. Kannst du das doch nehmen? Das hält den ganzen Winter. Ja. Aber da unten, dat, so denke ich, das ist eine kranke, aber ist halt meine Denkweise. Da unten gibt es kein Holz zu klopfen, da gibt es nur Kohle. Also lasse ich die da unten, damit ich da immer Brennstoff habe. Obwohl, zeichnet sich so ab, so viel Kohle wie da unten ist, verbraucht man da unten gar nicht. Irgendwann kann man da natürlich einiges raufholen. Ich warte aber noch ein bisschen, bis sich da noch ein bisschen mehr angesammelt hat. Dann werde ich das auch tun. Da wird irgendwann auch hier die Kohle raufkommen. Klar. Natürlich. Da ist auch gar nicht mehr so weit weg. Ich habe gesehen, wir haben schon einen oder anderen Stack komplett voll. Der kommt irgendwann, wandert der hier rauf. Und dann wird hier auch Kohle verbraucht und dann wird das mit der ewigen Holzklöpfelei so ein bisschen entspannt. Sollte man annehmen, ist aber nur dann der Fall, wenn ich da nicht irgendwie größere Bauvorhaben habe und das ganze Holz dann brauche für die Bretter, ne? So. Das hat man hier drin mit, ja. Hier, komm, machen wir da, das ist eine ganz gute Sache. Dann hier Sämchen. Ach, guck mal, die Hagebutten sind noch frei.
sind noch gefährdet. Das sieht auch schon gut aus, ne? Wenn wir jetzt mehr von dem Tauwerk hätten, dann könnte man ja noch wieder Angelleinen machen. Was habe ich denn noch? Das sind nur noch 4 Stück. Ja, das müsste auch mal wieder gemacht werden. So, wie sieht es hier aus? Schön, schön. Mach hier mal gleich weiter. So, die brauchen wir eigentlich nicht unbedingt noch, oder? Silizium? Ja, doch. Machen wir die doch. Guck mal hier. So. Man könnte jetzt noch einen zweiten Lockpick-Schlüssel machen, oder? Da brauchen wir die. Und dann waren das auch Bretter und Schrott, ne? 4 Bretter und 2 Schrott oder 4 Schrott, 2 Bretter, irgendwie soweit. Ich verwechsel das dauernd. Ja, 2 Bretter, 4 Schrott. Mach doch einfach mal. Ne? Was wir haben, wir. Was wir haben, haben wir. Was wir haben, wir haben wir. Hm. Oder so. So, den wieder zurücklegen. Und dann gucken wir mal eben oben, ob unsere Zerwiebeln jetzt soweit sind. Die wollte ich ja auch noch runterholen. Wie sieht's aus hier? Ja, ne, dann sind wir gemüsemäßig richtig, richtig, richtig gut raus. Aber ich wollte auch eine Tomate. Moinsen! Eine Tomate wollte ich. Oh, guck mal, da können wir was einsammeln. Hier in die. Damit, wenn wir dann mal wieder loslegen. Ich denke mal, dass ich auch bald Fallen aufstellen werde. Problem ist ja auch da. Tauwerk, Tauwerk, Tauwerk. Da gab es auch schon so allerhand Tricks. Manchmal staune ich, weil dann, wenn ich Kommentare sehe, denke ich, ja, mein Gott, man muss da nur mal drauf kommen. Das ist so einfach. Ne, zum Beispiel, einer sagt, so, pff, ich mache diese Fischreusen und dann lasse ich da diese Hummer und diese kleinen Fische drin vergammeln. Hm? Ja, das sind manchmal. Na, hier waren wir schon. Ah, das Wetter, das wird richtig schlecht. Ne? Oh, ich friere. Jäckchen an. Oh, ich muss auch was futtern. Wir wollten was Großes futtern. Das machen wir dann auch. Ist hier was drin wieder? Nee. Gut. Sollen wir das jetzt. Ah, ich weiß nicht, ob ich nochmal runter. Wir haben einiges an Flaschen, ne? Ich könnte ja umschalten. Ah, macht noch ein bisschen Wasser. Aber das wird bald soweit sein, dass ich den mal umschalte. Wir haben da unten ja einiges auch an Wasser liegen lassen. Und auch schon an Fruchtwasser. Saft. 3 Fasern hat das gegeben. Nur 3 Stück. Was mal gar nichts ist. Komm, wir haben gar keine Patronen mehr. Für die Wumme. Haben wir die noch woanders liegen? Die waren hier mit bei, ne? Ich guck nochmal durch. Ja, wir hätten die. Ja, müssen wir uns auch mal mit beschäftigen. So, jetzt wollen wir erstmal lecker essen hier. Hauen wir uns einen richtigen Apparat rein hier. Guck mal, hier so ein Elch. Den wir nicht haben fertig jagen können. Und einen Schluck trinken. Und dann sind wir wieder tippitoppi. So. Hier ist auch schon wieder was fertig. Ja, ja. Wir haben ja. Ne, ist oben alles aufgewertet, ne, weil ich die ja jetzt hier schon habe. Dann lass uns noch mal ein bisschen Glas machen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Na? Glas. Ja, jetzt können wir das benutzen. Obwohl wir 2 Kühlschränke durchgehend laufen haben, obwohl der Förderturm durchgehend läuft. Können wir jetzt auch schon hier mit 2 machen. Das nimmt natürlich ab, ganz klar. Aber. Guck mal hier, das ist gar kein so großer Unterschied, ne? Obwohl ja der Geschenkte schon nicht mehr da ist. Das ist alles selbstproduziertes vom Dach. Das ist gar nicht so viel mehr. Deswegen geht das nur langsam zurück. Oh, jetzt, ne? Jetzt wird es dunkel. Wird das natürlich. Das sind die. Solarpanel gewesen. So, dann wollte ich den aber hier lassen. Machen wir hier oben rein. Ja, mal da. Weil ich muss ja keine 2 mitschleppen. Das wäre Quatsch. Das wäre ja eigentlich Quatsch. So.
Gehen wir noch eine Runde? Das sind ganz kleine. Vielleicht ist ja noch irgendwo was zu sehen. Täschchen, ne, nur Wölfchen. Täschchen. Da auch ein Wolf. Mein Gott. Ich will nicht mich mit euch rumzanken. Man könnte jetzt auch kochen, ne? Also die Nacht mal nehmen zum Kochen. Ja, hier ist nichts mehr. Es wird dunkel. Was soll ich hier noch? Und immer noch Januar. Ob wir morgen Februar haben? Ich habe wieder nicht genau mitgezählt, aber so vom Gefühl her müsste das bald soweit sein. Und Mitte Februar kommt das Wasser wieder. Und dann haben wir das bald durch mit dem Winter. Wie schön. Schwupp. So. Der ist auch gleich fertig. Was machen wir denn da noch rein? Die haben wir fertig. Wenn man so will, dann machen wir hier weiter, oder? Weil da kommt ja eigentlich immer am meisten von rein. So. Man könnte auch mal Dünger machen vielleicht. Dann müssen wir warten, bis der fertig ist. Siehst du jetzt. So. Nee, das muss ja dann da. Das muss ja dann da. So. Und so, ja. Oh, Obsidian. Obsidian wäre mal eine Sache. Man könnte ja, wenn wir jetzt sowieso, vielleicht machen wir das, zu dem Flieger gehen. Das ist richtig weit, ne? Und das im Winter, boah. Dann könnte man ja auch vielleicht ein bisschen Obsidian sammeln. Könnte funktionieren. Kann aber auch schief gehen. Na gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal dabei. Dann machen wir weiter und vielleicht gehen wir zum Flieger. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. So weit weg und dann noch womöglich ziemlich hoch in den Bergen und dann auch noch im Winter. Ah, das schmerzt schon so ein bisschen. Bis dann, bye bye und tschüssi.